Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal das Hardware-Video, wir wollen den Teleprompter aufbauen. Ich musste jetzt mein Handy nehmen, weil meine Tochter mein Tablet geschrottet hat. Ja, also muss ich auf mein Handy gucken, dass wir das irgendwie gedeichselt kriegen, das aufbauen. Gucken wir. Und ob das so schnell klappt, wie die das sagen. Ich mache auch so, damit ihr das seht, dass ich wirklich mit Handy mache und dass ich hier nicht bescheiße. So, wir brauchen auf jeden Fall, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Plasteteile räume ich mal hier rüber. Die kleinen Teile schiebe ich alle nach oben. So, dann haben wir hier das, das und das haben wir. Okay. Gut, dann müssen wir gucken, was wir haben. So, erstmal brauchen wir das mit den zwei Löchern, glaube ich. Das hat ein Loch nur unten, das hat zwei Löcher. Okay, dann brauchen wir eins. Oh, jetzt springt das schon wieder an. Also, das ist momentan echt empfindlich geworden hier. So, dann das nicht, sondern das. Ist auch kein Ton dabei. So, und dann macht er das praktisch so rein. So rein. Und da macht er jetzt die Folie ab. Hier lässt er die Folie dran. Aber das ist doch das. Das passt doch von den Löchern her. So wird auch passen, aber ich denke eher so, aber ich krieg das hier nicht rein. Das ist zu dick. Ja, doch, mit ein bisschen Gewalt. Mit ein bisschen aufbiegen. Geht das? Oder auch nicht. Entschuldigung, ich muss beniesen. Das muss ich mir dann nochmal angucken hier. Der macht das. So, dass das übersteht, also so. Aber der schiebt das einfach nur rauf. Ich kann das nicht einfach raufschieben. Noch dicker. Komm jetzt nicht, bitte. Also ich muss ein Loch machen, so dass ich denn die hinten nicht auseinander drücken kann mit dem Daumen. Und das passt wieder nicht. Jetzt. Oh, jetzt aber. Rums die Wums. Hat gepasst. Gut. So. Als nächstes nimmt er das Schwarze und macht die schwarze Folie ab. Also das mit den wenigen Löchern. Das ist bei mir nicht schwarz, das ist bei mir komplett auch weiß. Okay, er sagt, das sollen wir abmachen. Okay, dann machen wir das ab. Oh, das ist wirklich sehr, oh Gott, sehr fest drauf. Oh Gott, leck mich, ey.
auch an sich eigentlich kein Hexenwerk bis jetzt. Auf dem Tablet wäre natürlich schöner gewesen, hätte man mehr gesehen. Oder am PC, aber da kann ich ja dann nicht aufnehmen. Das ist bei mir aber matt. Nicht glänzend wie bei ihm. Bei ihm ist doch glänzend, oder irre ich mich? Bei ihm glänzt er total. Bei mir ist es matt. So, jetzt hat er das abgemacht. Und jetzt steckt er jetzt wie rum rein. Okay, dass es hinten rüber kiekt. Dass es hinten rüber kiekt. Also eigentlich so. So. Haben wir? Und dann sollen wir das andere einfach oben drauf. Okay. Das wird jetzt bestimmt ein Akt, wenn wir das hier oben rauf machen wollen. Bei dem Mittelteil hier denke ich eher weniger. Ne, das geht. Hier. Dann ist es schon. Oh, das ist der Scheiße. Ich traue mich auch nicht mit irgendwas hier ran und das auseinander zu biegen. Ehrlich gesagt. Weil ich so viel Schiss habe, dass ich da irgendwie vielleicht Plastik wegbrechen könnte. Aber wenn man ihn vorne anfängt, dann hat man ja nur noch hier hinten, dann kann man mit dem Daumen das so ein bisschen was gucken, dass man das so ein bisschen gebogen kriegt. Oder mit schräg vielleicht. Ich will hier nicht einfach draufhauen. So, ich setze das jetzt einfach an, kipp das hier ein bisschen zu. Ich will nicht. Das seht ihr jetzt bitte nicht. Ihr guckt jetzt nicht her hier. Und das passt nicht. So, einfach mal weggucken, Leute. Ihr seht jetzt nicht zu. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen auseinander. Zack, und dann geht's. Ganz minimal gebogen. Dann passt das auch ruf. Achso, hier, das muss ja auch noch rauf. Na, das geht so. Zack. Ein bisschen schieben kann man es ohne, dass es dann wirklich bei den Löchern genau ist. So. Leck mich am Arsch. Wir haben es geschafft. Aber noch nicht ganz. Wir müssen ja noch weitermachen. So, jetzt hat er das. So. Was macht er jetzt? Jetzt macht er die Plastipinöpel oben rauf. Bei allen 2, 4, 6 Stück. Ich hatte vorhin gezählt, hatte ich 6 Stück? Glaube ja, oder? Wo macht der die Packen? Der hat das auch so. Das nach oben und dann macht er das drauf. Die Plastipinöpelchen. Shit. Oh Gott. Macht euch am besten eine Tischdecke unten runter. Nicht auf den Tisch. Nicht, dass er auch noch zerkratzt. Oh Gott. Oh, leck mich doch. Oi, oi, oi. Jetzt haben wir es. So, und dann.
Erstmal vorne, damit ich diesen Dit erstmal fixiert habe. Kann sie mir hinten auch nicht mehr so weit abhauen. Och, wie soll man denn da rankommen mit dicken Händen? Naja, geht. Ich kriege es nicht. Ja, jetzt habe ich es. Oh Gott. Ja, das ist nicht richtig drin. Ach so, weil es nicht richtig. Das Loch nicht richtig ist. So, jetzt ist es aber. Jetzt ist es drin. So, wir haben die zusammengesteckt. So, ich zeige euch das mal so. Wir haben die jetzt zusammengesteckt. Wir haben hier unten auch so eine Folie drauf, könnt ihr auch abmachen. Und jetzt haben wir hier so Pinöpelchen drauf gemacht, damit das halt nicht aufgeht. So, mal gucken, was er uns jetzt sagt, was wir als nächstes machen sollen. Das haben wir gemacht und haben auch begutachtet, dass alles okay ist. Jetzt macht er auf die Pinöpelchen diese Gummiteile. Macht er genau oben drauf. Aha. Aha, okay. Das ist Handy. Und dann wackelt er damit und er rutscht auch nicht runter. Gut, wird bei mir runterrutschen, weil ich einen Ledercase habe, aber egal. So, dann müssen wir das jetzt erstmal machen, so wie er das gesagt hat. Ah, das draufkleben, hier runter kleben, wenn du fette Pfoten hast, so wie ich, dann ist das echt ein ganz schöner Akt. So, dann habe ich noch welche über. Da weiß ich noch nicht, wo ich die ranklebe am besten. Das muss ich mit dem Handy dann erstmal justieren, obwohl der hat das ja auch angezeigt. Na, kipp mal an hier. So. Dann gucken wir einfach mal, justieren wir das mal jetzt hier. Ja, das auch so. Also so. Ein Stück weiter weg davon. So, stopp, Pause. Aber dann habe ich ja noch welche über. Muss ich gleich mal gucken, wie er das. Oh Gott, ist das.
Also einen Schönheitswettbewerb gewinne ich mit meiner Maßarbeit jetzt hier nicht. Hier, da. Zack. Muss noch mal gucken, ob er da in der Mitte auch was raufgebamselt hat. Nee, der macht nur vier Stück. Vier Stück hat er gemacht. Genau, vier Stück. Dann ist das okay. Gut, vier Stück haben wir. Und die sind dann Reserve, denke ich mal. So. Puh. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wozu habe ich da eine Handyhalterung mit bei? Jetzt macht er das andere ab, das ist eine Scheibe. Bei ihm ist sie nicht milchig, bei ihm ist sie Klarsicht. Aber er macht die Folie ab. Ich weiß nicht, es kann sein, dass es verschiedene Modelle davon gibt. Beim preisgünstigen ist Milchglas, beim anderen nicht. Oder habe ich hier auch eine Folie? Ich habe hier auch Folie. Okay, die machen wir ab. Oder ist er bei mir doch durchsichtig? Ach, bei mir ist er auch durchsichtig. War nur von beiden Seiten weiße Folie. Ha! Und die hat er dann hier einfach reingeschoben. Geht auch nur mit Kloppen. So, die steht dann oben so ein bisschen über. Also da nicht wundern, das ist halt so. Das ist bei ihm, glaube ich, auch so. Wir mal gucken. Ich werde die Webseite und die Anleitung werde ich euch auch verlinken, alles. Jetzt hat er da was. Okay, gut. Jetzt nimmt er praktisch das und diese Schraube. Und macht die da unten. Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, wo hier ist. Beleg mir das jetzt ein oder zurück. So, er zeigt das. Doch, die ist nur die Schraube. Unten runter und dann befestigen. Okay, wenn der das so sagt. Na, toll. Jetzt mit dieser Plastikscheibe da vorne kommst du ganz super ran hier. Warum sollte ich denn das Handy denn so machen? Warum hat er denn das erst für unten gemacht? Verstehe ich nicht. So. Ich habe was. So. Warum sollte ich denn das Handy jetzt da oben hinmachen, wenn ich aber doch unten jetzt gerade die Nippel dafür gemacht habe? So. Ach so, das kann man dann aber auch nehmen, um eine Kamera hier dran in der Mitte zu befestigen. Habe ich jetzt nicht. So, und dann macht er einfach die das irgendwie drum zusammengelegt. Okay. Ach, nicht du schon wieder. Und dann zusammengedrückt. Muss ich mir nochmal angucken.
Kamera ist klar, da waren wir. Halt. Zwei hier oben. Okay, dann nehmen wir das und legen das Tuch. Simsalabim. Einmal so drauf. Jetzt muss ich mal gucken, wie hat denn das, wo hat denn der das jetzt befestigt? Der Winkel ist gerade ein bisschen doof. Ach so, an dieser komischen Plast, an dem Plastikkantenteil hier. Hier hat das befestigt. So. Aber wie hat denn das gemacht? Ach, nur so ein bisschen, okay. Oder muss das so? Obwohl das ja viereckig ist, ja eigentlich komplett Wumpe, wie das ist. Ich habe ja überall auf der gleichen Seite. Also es geht nicht bis unten hin, okay. Gut, jetzt brauche ich mal zwei Stück, hat er gesagt. Aber ich habe hier andere Sachen. Achso, umklappen. Ah, okay. Umklappen muss man die Dinger und dann kann man da oben aufbiegen. So. Er hat aber nicht so viel. So, er hat nur so ein bisschen was und dann noch ein bisschen was. So, und da zwei Stück. Einmal. Zweimal. Fertig. So, haben wir das befestigt. So, wie geht's weiter? Also er ist dann, hat, schiebt sich das auf die Seite und rollt sich das so ein bisschen schräg ein. Zur Schräge hin. Okay, dann können wir hier schon mal die Klammern vorbereiten. Einmal. Zweimal. Dann fangen wir mal von der Seite an. Dass er sich das hier so ein bisschen schräg zusammendreht. So. Und dann macht er dann hier einfach, es geht doch aber gar nicht. So weit kriege ich die Klammer doch gar nicht auseinander. Hier ist doch auch noch. Also irgendwie erschließt sich das mir jetzt gerade nicht so wirklich. Ich habe aber nichts, wo ich greifen kann. Weil die Scheibe ja schon drin ist. Macht sich so ein bisschen bescheiden. Ah, doch, man kriegt es drauf. Man kriegt. Gut. Sieht jetzt nicht schön aus, aber man kriegt es mit ein bisschen Fummeln, kriegt man es rauf. So.
So. Haben wir. Oh Gott, ist das eine Arbeit, ey. Das sollte schon gewesen sein. Also laut dem sollst du gewesen sein. Und es funktioniert wirklich, leck mich am Arsch. So. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Es funktioniert wirklich. Dass sich das hier spiegelt. Also ich habe jetzt immer noch hier das für die Kamera zum Halten dran, damit das nicht wegkommt. Leck mich am Arsch. Das funktioniert wirklich. Manuel Teleprompter bei Living App. Okay, jetzt kommen wir zur App. Once you in the app. Wir haben jetzt den Teleprompter hier schon komplett zusammengebaut. Den können wir hier mal beiseite schieben. Und gucken mal, wo hat er denn die App jetzt her? You can do different things. So first of all, it's very easy. You can start that the script is scrolling. And then you can adjust the scroll speed. Make it faster, make it smaller. You can adjust the font size. Yeah. Many things are possible here. So this is one way. Always keep in mind, if you want to do a projection, use the mirror mode. So yeah, this is not the software. Copy this text here. Of course, that would be another test, depending how you put how it works. To speak out maybe during the weekly shop. The start and iOS button. At the same time, a red light disappears to blink. And it's sort of also, ich kann das mit Bluetooth verbinden, dann blinkt das. Werden wir das mal gleich machen. Es blinkt jetzt rot. Das ist der Mittelknopf, da steht Starting, also an und aus. Bis jetzt finde ich aber nur meinen Fernseher. Jetzt blinkt es nicht mehr. Ach so, ich muss zwei Knöpfe drücken. Okay. Okay. Ich habe den zweiten Pfeil nicht gesehen. So, zurück. Machen wir mal an. So, also, die sind aber auch dicht zusammen, ey. So. Ach, da haben wir es. Verbinden. Ich muss dann die Vierecktaste drücken. Also erstmal anmachen, dass es blinkt und dann die Vierecktaste drücken. Verbindung 4 geschlagen. Okay. Ich hatte den Viereckknopf jetzt gedrückt. Verbindung. Nicht möglich. Mögliche Gründe, das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite. 10 Meter. Nee. Gerät ist bereits mit einem anderen Gerät verbunden. Eigentlich nicht. Ach, jetzt steht auch der Name da. Gamepad iOS. Ich
versuche nochmal, also er verbindet sich nicht. Entweder bin ich zu blöd oder ich weiß auch nicht. Ich drücke jetzt nochmal beide Knöpfe. Ach, jetzt habe ich zu lange gedrückt, der hat jetzt wieder ausgegangen. Ach, jetzt hat es geklappt. Ich hab einfach bin vom Power runter. Kann laut leise machen. Okay, das ist Menü. Just now for the device. Says Gamepad iOS, that's the remote name. Okay, ich könnte auch zurück machen. Also ich bin jetzt verbunden, das haben wir auch schon mal hingekriegt. Also den Power-Knopf und den Viereck-Knopf, also die übereinander sind, hier drückt halten. Also die beiden hier gleichzeitig. Also da ist der Power, da ist der Viereck. Und dann vom Power loslassen und Viereck weiterhin gedrückt halten. Das ist aber ein Gebot hier, ey. So. The remote name. Aber zur App haben wir jetzt hier noch nichts. You can always... one thing you have to also... Gut, wir haben jetzt das verbunden. Jetzt fehlt uns noch die App Teleprompter bei Leon. Ever wondered how TV reporters speak so fluent is in front of the cutting edge business? Your idea is your text as you talk to the camera. With its simple interface and software to control text flow, you'll be presenting like a professional in no time. Place your device in front of the camera and let's go. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich, warum da oben eine Kamera dran kommt. Wir können uns das Handy hier unten hinmachen. Das wird hier oben gespiegelt, damit wir das sehen, was wir lesen. Und dahinter dem Plexiglas können wir dann halt die Kamera haben, die uns filmt. Clever. Beziehungsweise auch Handy. Also das ist clever, das ist cool. So, aber wir brauchen halt noch die Software. Leon Prompter Software. Go on. Okay, da gehen wir einfach mal rauf auf die Webseite. Ich öffne den Browser. Also unter dem Video steht's. Ich werde euch die Videoadresse, ach Quatsch, den Kanal und die Webseite hier natürlich auch verlinken. Haben wir auch was anderes außer Englisch hier oben bei Sprache? Wir haben nur Englisch. Okay. Och. Also seit den letzten Updates springt das Huawei, der Emmy oder wie sie heißt, noch schneller an. Okay. Ja, wenn ich will, dass es anspringt, dann nicht. Okay. Okay. Okay, Emmy. Ja. Software. Übersetzt er das nur? Voice have.
Okay, die Software für ein Jahr kostet 12 Euro. Ein Stativ hätten sie auch im Angebot, dafür zahlt man 13,99. Und ich muss sagen, für die Größe vom Stativ ist es ein guter Preis. Der Teleprompter an sich kostet so ja noch, ah nee, das ist nur das Glas. Also falls ihr euch zerkratzen sollt, hier vorne 6,99 €. Die Fernbedienung kostet 14,99 €. Teleprompter bei Levin, also die ganze Teleprompter-Datei, wie wir das jetzt hier haben, kostet 54 € mit ein Jahr Software-Lizenz, und hier haben sie das auch noch mit ein Jahr Software-Lizenz und Remote Control. Ach so, dann ist das, was wir jetzt haben, weil die Remote Control haben wir ja auch. Die Fernbedienung, die kostet dann 64 € das Paket. So. Und wie kriege ich jetzt die Software? Tja, das ist jetzt Software. Info, Voice. Okay, dann müssen wir hier eine E-Mail hinschreiben. Moment, wir lassen uns das mal übersetzen mit einem Übersetzer. Übersetzen. So. Ich mache mal so, dass ich lese jetzt nicht vor. Ich lasse das mal für euch hier übersetzen, jetzt schneller. Wenn Sie den Teleprompter über unsere Webseite oder über Amazon gekauft haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail einschließlich Ihrer Bestellnummer an. info@voice-teleprompter.com. Wir senden Ihnen den 1-Jahres-Lizenz. Ah, okay. Wir haben hier was. Also die Lizenz für ein Jahr schicken sie einem zu dann, wenn man das da gekauft hat. Aber ich habe ja hier noch. Ich habe es ja nicht gekauft. Ich habe ja das von denen bekommen. So, jetzt gucken wir mal. Nein, das wollen wir nicht. So, da. Nee, warte mal. Da. Nee, da. QR-Code-Scanner. Also Aufbau war, wenn man sich ein bisschen anguckt, war recht fix. Games. Megapad Next. Okay, das sind halt nur andere Softwareteile. Wir VR, 3D Bob VR. Okay, also damit hat das nichts zu tun. Wir müssen da eine E-Mail hinschreiben. Ich brauche eine Software, einen Softwarecode, damit wir das machen können, weil Fernbedienung funktioniert soweit. Ja, dann muss ich das Hardware-Video hier leider für jetzt erstmal beenden, weil wir können das nicht ohne die Software testen. Das geht schlecht. Ich kann euch gleich mal ein bisschen zeigen. Ich packe das jetzt hier alles mal nur wieder, dass so, dass ich euch jetzt so ein bisschen zeigen kann. So, wie gesagt, hier kommt euer Tablet drauf, beziehungsweise Handy. Und wenn wir jetzt
Wartet mal, ich habe eine Idee. Passt mal auf. Google hat doch alles. Da muss es doch eine App geben, wo wir spiegelverkehrt schreiben können. Spiegelverkehrt. Spiegeln. Flip. Bildspiegeln. Flipfix. Effekte. Textflip. Hier haben wir doch was. So, das installiere ich jetzt einfach mal. Nennt sich Fliptext. Ist komplett gratis. Das öffnen wir jetzt einfach mal. Und dann sieht das halt praktisch, wir schreiben mal, was schreiben wir? Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ja, schreibt dann natürlich nicht. Odin. So, ich zeige euch das jetzt. Das sieht dann so aus. Und also in der App vor dem Teleprompter kann man natürlich mehr machen. Man kann die Größe ändern, alles drum dran. Wir machen jetzt einfach mal Flip. Und dann haben wir praktisch oben den normalen Text und unten drunter den spiegelverkehrten Text. Und wenn wir den... das dann irgendwie in größer kriegen könnten. Was natürlich nicht geht. Ganz toll. Ist halt auch nur die Gratis-Version. Och, jetzt kommt hier auch scheiß Werbung. So. Egal, ich mache das jetzt einfach mal so, damit ihr das jetzt sehen könnt. Ich werde euch dann gleich ranzoomen. Wie gesagt, hier oben, das ist der normale Text. Das ist der normale Text und hier weiter unten, das ist der spiegelverkehrte Text. Aber ist auch nicht ganz spiegelverkehrt, ist auch irgendwie gedreht. Also mit Flip geht es nicht, aber egal. Ich zoome euch mal ran, damit ihr also wenigstens das Prinzip so ein bisschen versteht oder sehen könnt. So, wie das dann funktioniert. Es funktioniert natürlich jetzt nicht richtig. So. Wie gesagt, hier oben ist der Originaltext, wo jetzt der gelbe Punkt mit ist. Und hier unten, das ist praktisch der, also hier seht ihr auch noch die Schraube, ja. Das ist der spiegelverkehrte Text, aber nur so, damit ihr das so in etwa versteht, das ist nicht nur spiegelverkehrt, weil wenn ich das jetzt hier lesen wollen würde, ist das auch rückwärts. Ist das auch rückwärts geschrieben, würde ich sagen. Odin sieht auch als Obin aus. Also, das ist jetzt nicht nur Flip, also nicht nur spiegelverkehrt, das ist halt noch ein bisschen mehr. So, jetzt müssen wir die App erstmal wieder löschen, sonst mülle ich mir wieder so viel Müll hier rein. Zack. Und deinstallieren. Und so funktioniert das Ganze. Hoppala. Vom Prinzip her gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also vom Prinzip mit wenigen Mitteln ein Teleprompter, den man sich dann natürlich auch, hier unten haben wir ja auch noch Halterung, die man dann natürlich auch auf den, wir haben ja hier noch so eine Mutter mit bei, dann kann man sich das auch auf ein Stativ machen und so, Handy rein, oder Tablet, und man hat auch noch Kameramöglichkeit, dass man da eine Kamera drin machen kann zum Filmen. Also so an sich die Möglichkeit finde ich schon cool. Jetzt müssen wir das mal testen, wie es mit der Software ist. Da wird es dann ein extra Video zu geben. Also zu der Software werde ich ein extra Video machen. Und dann ich veröffentliche ja alle Videos dann am Stück. Also praktisch Unboxing, danach Hardware und die Software danach, wo wir dann testen.
Also macht auch einen stabilen, obwohl die Saiten echt nur Plastik sind, macht es wirklich einen relativ stabilen Eindruck. Ja, wir haben auch eine Fernbedienung mit bei, wo wir dann halt steuern können. Wo wir dann den Text wahrscheinlich damit steuern können, werden wir mal sehen. Das müssen wir uns überraschen lassen. Ich muss mal jetzt Bluetooth mal ausmachen, ich vergesse. So, sonst frisst es mir nur zu viel Akku. Ja, und dann würde ich sagen, für das Aufbauvideo sind wir fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe, bestimmt eine Weile. Im Video ging es innerhalb von 5 Minuten. Ich habe garantiert 10 gebraucht. Ach, bei meinem Glück habe ich 20 gebraucht. Oh Gott, wie peinlich. Wir werden uns im nächsten Video sehen, wenn wir die Software testen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Olin.